Zum einen sind wir mit den klassischen Themen hier, also zum einen Funktechnik mit rund 3000 Funkgeräten in allen Stadien, dazu der zugehörigen Infrastruktur. Das ist ja ein großes Thema, um alle kommunizieren zu lassen, und zwar auch so, dass man vom Stadion in Durban ins Stadion Soccer City sprechen kann, ohne dass man überhaupt weiß, dass der andere nicht im gleichen Stadion ist. Dazu kommt dann das Intercom-Thema für HBS in der Hauptsache. Und da gibt es ein zentrales Matrix-System, bestehend aus mehreren Nodes im IBC und eine ganze Reihe von Systemen in allen Stadien, die alle miteinander vernetzt sind. Also auch das ist die gesamte offizielle Intercom-Infrastruktur. Das sind so die zwei größten Themen. Ein weiteres Thema, basierend auf unserem sehr neuen Service noch im Bereich Wireless Video, sind die gesamten Helikopter-Downlinks, die von uns kommen. Also alle Bilder, die man von den Helikoptern sieht, also die Stadion-Beauty-Shots vor den Spielen, die kommen von uns. Und ja, dann haben wir noch Medionet, und das ist eigentlich so das Thema, was die Zukunft eigentlich aus unserer Sicht ist. AlphaCam beliefert den SWR hier mit den entsprechenden Kits für das deutsche Programm. Und da gab es Anforderungen, die Signale an den TOCs, den Technical Operations Centern, der Stadien zu übernehmen, dort entsprechend zu synchronisieren, weil man auf der AlphaCam bzw. SWR-Seite eine eigene Sync-Domain hat. Das heißt, dort wird Medionet benutzt mit dem integrierten Framestore und Sample Rate Converter. Dann der Fiber-Transport vom TOC zum Ü-Wagen, auch mit Medionet, eben im gleichen System. Und dort wird dann gleich das De-Embedding gemacht. Das heißt, die Audiosignale, die embedded noch am TOC übergeben werden, werden de-embedded auf einer MADI-Verbindung zum Lavo-Mischpult gegeben. Und die Videoverbindungen gehen dann Richtung Router. Und zukünftig sind wir der Meinung, diese dezentrale Struktur, die Fiber-Transport, Routing und Glue, also alles, was man an Conversion, Frame-Synchronizing und Ähnlichem sich vorstellen kann, das sehen wir zukünftig eben in einer Maschine. Und ja, wir hoffen, dass das zukünftig Medionet sein wird.